Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch das Juwel, die weiße Rose von Amy Ewing vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Die weiße Rose ist der zweite Teil dieser Reihe und jeder, der die Reihe noch gar nicht angefangen hat und das erste Buch noch lesen möchte, sollte jetzt auf jeden Fall abschalten, damit er nicht gespoilert wird. Ich möchte niemandem zu viel verraten, aber ich muss auf das Ende des ersten Bandes eingehen. Deswegen, wenn ihr das noch nicht kennt und noch lesen möchtet, schaltet jetzt besser ab. Denn am Ende oder der zweite Band geht dort weiter, wo der erste Band endet. Nämlich am Ende des ersten Teils wurde Violet in ihr Zimmer gesperrt, weil sie mit Ash erwischt wurde. Das ist nämlich ja komplett verboten gewesen. Und plötzlich spricht durch ihr Arcanum Garnet zu ihr, was mich völlig überrascht hat. Und der letzte Satz in dem ersten Band ist nämlich von Garnet: Wir holen dich da raus. Und das fand ich so genial. Also das Ende war total toll und ich konnte nichts anderes machen, als sofort mit dem zweiten Teil beginnen. Ja, und in dem zweiten Teil ist es jetzt so, dass circa ungefähr die Hälfte ist dann halt Violet auf der Flucht. Und auf der zweiten Hälfte lernt man dann die weiße Rose kennen, was sich dahinter verbirgt und was hinter Violets Gabe wirklich steckt. Ich liebe diesen zweiten Band einfach. Der ist mindestens genauso gut wie der erste Teil. Und ich habe ja schon erzählt, dass Violet so circa die erste Hälfte auf der Flucht ist. Das ist auch sehr spannend, weil man von einer schwierigen und aufregenden Situation sofort in die nächste geworfen wird. Etwas ruhiger wird es dann erst wieder in der zweiten Hälfte. Und ich finde auch so, wie der ganze Ablauf ist, was Violet alles passiert und wie sie auch Hilfe bekommt, und was hinter ihrer Gabe wirklich steckt, ist das für mich nicht einfach nur ein Übergangsteil, sondern wirklich eine perfekt gelungene Fortsetzung. Ich habe auch tatsächlich überhaupt nichts an diesem zweiten Teil auszusetzen. Die Charaktere sind sehr gelungen, der Schreibstil lässt sich wunderbar lesen. Man kann einfach komplett in dieser Story versinken und auch hier in diesem Buch hat mich das Ende wieder komplett umgehauen. Also es war wieder so ein genialer Schluss, der einen einfach dazu zwingt, sofort mit dem dritten Teil anfangen zu wollen. Das Cover von der weißen Rose ist wieder wunderschön und passt mit der Farbe super zum Inhalt. Der ganze Verlauf der Story, finde ich, ist super gut gelungen. Und ich hätte nie gedacht am Anfang, dass mich diese Reihe so begeistern würde. Was Violet über sich und ihre Gabe herausfindet, hat mir richtig gefallen. Und ja, ich kann wirklich nichts Negatives über dieses zweite Buch hier finden. Ich finde, das ist ein wirklich gut gelungener zweiter Teil, ein wirklich perfekt gelungener zweiter Teil. Und ich kann die ganze Reihe nur jedem empfehlen. Ich werde auch noch für alle einmal mein Video vom ersten Teil, die Gabe, unten in die Beschreibung verlinken. Ja, und was könnt ihr mir sagen, was habt ihr für Bücher, die euch überrascht und total begeistert haben? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann klickt doch einfach auf Abonnieren. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.